boah, mancher Fan, das ist wie wenn sie fließt. Wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Scheiße, ist der Wind kalt, Mann. Boah, furchtbar kalt. Egal. So, sind auf Roadtrip. Da ist mein Manta. Da ist der Lincoln. Wir fahren mit zwei Autos. Aufgrund von Corona erstmal, weil zwei Autos, zwei Leute, besser als vier in einem kleinen Auto. Wir sind auf dem Weg nach Marco Degenhardt. Wir wollen nämlich heute mit dem Manta auf den Prüfstand. Und das seht ihr in diesem gurkigen Video, wenn ich mir nicht so den Arsch abfrieren würde. Deswegen würde ich sagen, wir reden gleich weiter, wo es nicht mehr so kalt ist. So, da kommt wieder unser Begleitfahrzeug. Okay, falls uns was passiert. Das Geilste ist, wenn du nachher zurückfährst mit den beiden, ne? Dann kannst du dich da hinten reinsetzen in die Kiste und dann sitzt du wie der große Unternehmer von keine Ahnung was drin. Ja, natürlich. Obergeil. Wir haben ihn gerade schon stehen lassen. Ja, wenn ich mein Auto, ich wollte ja Freitag zu dir kommen. Hm? Dann wäre ich ja hier nach oben gefahren. Hätte man den Sonntag-Livestream noch gemacht und dann wäre ich am Montag nach Hause gefahren. Ja, wäre auch gegangen. Ja, dieser momentan macht Corona halt viel kaputt, ne? Aber ich meine, wir sind unter Sicherheit, mit zwei Autos sind wir ganz gut beraten, glaube ich, in dem Fall. Ja. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind in Ruhrpott angekommen. Das ist sowieso das Manta-Gebiet Nummer 1 hier. Ne? Ihr seht hier noch ein paar Minuten. Aber wie gesagt, Manta läuft immer noch gut. Gibt nichts zu meckern. Schön warm hier drin. Ne? Hier, der linke hinter uns wird immer ohne Thermostat durch die Gegend. Braucht keine Sau. Wir sind angekommen. Marco ist gerade mit dem Renault abgedampft, eben Probefahrt machen. Aber kommt mir so bekannt vor. Ich hätte nur ein Gold. Ja, was soll ich sagen? Mal gucken, wie viel Zeit es gibt mit dem Prüfstand. Mal gucken, was hier so läuft. Ist natürlich alles jetzt leer hier. Wir haben wohl, ist halt Samstag, aber wir haben diese ganze Corona-Epidemie hier gerade am Start. Vor allem in Dortmund, ganz schlimm kontrolliert. Ist ja klar, dann kann man natürlich hier nicht das größte Treffen von allen machen. Wie gesagt, jeder ist hier irgendwo aufgeteilt in seiner eigenen Ecke. Dass sich auch keiner gegenseitig anrotzt. Was willst du machen? Naja, aber ist halt momentan so. Das ist der aktuelle Zeitgeist, ne? Stecken wir nicht drin. Ach, wieso? Das ist aber gut. Die Felgen waren teurer als wie. Die teuren Felgen sind teurer als das Auto, das stimmt. Wenn du den jetzt auseinander nimmst, kannst du ihn zusammenfliegen und in den Container schmeißen. Aber wenn oben Wasser reinläuft, ne? Das läuft unten wieder raus. Das läuft unten wieder raus. Das ist auch kein Problem. Aber wenn ich da hier die Schwelle angucke und der ist durch. Der ist aber so richtig durch. Ja, auf der Uhr 380, 500.000, keine Ahnung. Der ist 1.250.000. Kann ich mir vorstellen. Der hat 529.000. Ja, der Motor ist noch gut, aber die Karosse, das lohnt sich auch nicht mehr, den zu machen. Ja, das ist aber halt nur 124er, ne? Die sind ja, wie soll ich sagen, Mercedes-technisch am Rosten. Das ist der typische Standardrost. Hier haben wir immer Rost. Und dann kommen Schweller, diese Plastikgeschichten, die du abschrauben kannst. Happy Birthday. Sind wir im Museum? Natürlich müssen wir uns an die Corona-Vorschriften, die anderen Jungs müssen draußen warten, die können nicht hier mit rein. Wir haben halt nur, ne? Alle mit Masken auf, ne? Marco wird gedrängt. Ich habe halt beschlagene so. Brille. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Ausnahme für dich gemacht, dass wir sagen, für den Rhein, dass das Auto messen. Wir haben offiziell zu, deswegen habe ich gesagt, komm, weißt du was, wir messen dein Auto mal jetzt auf Prüfstand. Genau. Du bist übrigens der Erste, der jetzt hier drin ist und den Umbau sieht, den Umbau hinter mir. Ich finde das oben heiß. Er sieht gut aus, ne? Deswegen. Also ich glaube, das sieht ganz gut. Ich finde. Ne? Aber die sehen auch richtig hammer aus auf dem Auto, ne? Ja, kannst du sagen, was du willst. Wie dafür gemacht. Ich finde auch. Das sieht so richtig toll aus. Da passt nichts anderes. Und die normalen Scheinwerfer, wie du schon gesagt hast, viel besser als diese Doppelscheinwerfer. Ja, ich hatte halt den Respekt davor, weil der Vorbesitzer halt den so umgebaut hatte mit den Azifellen und den Scheinwerfer. Da habe ich gesagt, komm, ich lasse es so, wie es ist. Aber jetzt, wo ich die BBS-Felgen umgebaut habe, muss der auch wieder einen Scheinwerfer haben. Weil so sieht er halt einfach geil aus. Auf jeden Fall. Weil die Scheinwerfer, die jetzt drin sind, waren ja nicht drin. Die sahen ja eher so aus wie bei Manta. Also ja, genau. Genau, diese Einzelscheinwerfer. Aber die sind halt, die waren ein bisschen zu viel, ne? Es passt bei anderen Autos, aber bei diesem nicht. Weil das Auto einfach vorne zu bullig ist, zu groß. Das Geilste an dem Auto ist nur die Farbe, ne? Dieses Blau, das haut ja richtig rein, ne? Das ganze Auto. Ich weiß nicht, wie der auf Kamera rüberkommt, aber das ist so, also das ist. Was natürlich auch wichtig ist, das Triebwerk, das ist ja halt auch nicht das Schlechteste. Ja, den Ventildeckel habe ich gekriegt. Nagelneu. Hat Renner noch liegen gehabt. 3 Liter 24 Carbon. Ja, genau.
Ja, dein Motor ist schon geil da drin. Aber im Ventil können wir schon mal anfangen. Obwohl, ich sag dir, du hast den 4 Liter 24 V. Den 4 Liter Kopf, ja genau. Da steht 4 Liter drauf. Aber wir haben noch den breiten Kopf dabei, auf den einen. Das war doch kein 4 Liter, oder nicht? Das war der alte Kopf gewesen, ne? Nee, der eine war der genau. 3,6er. Und der hängt jetzt bei mir in der Wand. Hat er noch original von irgendeinem Verpack gehabt. Und diesen Ventil, da habe ich noch, da steht 4 Liter 24 V drauf. Aber ich sag dir eins, vom Fahrspaß her, ne, macht der Manta mehr Spaß wie der Monza. Ja, ich habe mal... Vier Zylinder, das ist einfach quirliger, du merkst, ja, das Auto leichter. Das Auto ist viel leichter, ist so. Marco, wir haben das mal gemacht. Ein Kumpel von mir hat im Monza gesessen bei mir und ich im Ascona, wo ich den Motor drin hatte, der jetzt im Manta drin ist. Der ist mir nicht weggefahren, wir waren immer gleich auf. Ich glaub's. Was denkst du, was hat dein Manta mal gehabt? 130 PS an der Räder? Nee, nicht der Manta, sondern der Ascona, den ich hatte. Ach so. Aber mit dem Motor drin. Weil das ist ja mein Experimentiermotor gewesen. Da habe ich ja alles umgebaut und eingebaut und dies und das. Ich weiß nicht, wie viel PS der noch hat, weil er ja lange gestanden ist. Genau, das werden wir jetzt gleich genau. wissen. Und das ist Rätsel dahinter, weißt du, wir wissen es nicht. Also ich, also von meinem Powermeter sagt mir, also 110 PS mag der haben, original. Ich habe gemessen mit 130 PS an der Hinterachse. 111 PS hat der originale 2 Liter. Aber ist ein geschaltet. Da können wir gut auskuppeln. Ich guck mal gleich, wie das mit der Automatik funktioniert. Die hat ja 3 oder 4 Gang. 3 Gang. Dann fahren wir an den letzten Gang, im dritten Gang, fahren eine bis volle Pulle bis, ich weiß nicht, ob er bis 6 drehen will, das werden wir dann merken. Der dreht wie Teufel. Bis 7 gedreht, das macht nichts. Na, das gucken wir uns gleich alles auf dem Prüfstand an. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt vorbereiten, Rainer. Du kannst ja, wenn du möchtest, guckst du, fahren wir hinten zum Fenster. Wir haben jetzt, du bist der Erste, der es hier exklusiv gerade sieht. Ja! Wir haben schon Fenster drin, also wir haben hier voll umgebaut. Sieht schön und, aus, ja. Wollte ich gerade sagen, jetzt kannst du von da gucken und dann besprechen wir mal gleich, was der Auto hat. Ich würde sagen, ich brauche einen Schlüssel und dann hole ich den mal zum Steckst schon drin. Nein. Da glaubst du, ich ziehe den ab bei dir auf dem Hof. Ich bin da mitten in Dortmund, jetzt haben die auch keine Autos. Dann fahre ich schon mal den Manta direkt im Prüfstand und ihr könnt euch ja hier umschauen. Ja, genau. Mach wieso. Ja. Sehen wir uns gleich. Euch auch will ich stecken lassen, warte. Ja, hab ich. Hab ich nicht, warte. Doch nicht. Nein. Nein. Hier, nimm den hier. Da. Was ist das denn? Mein Schlüsselbund. Ich habe ja 2,5 Autos. Hey, das ist eine halbe, Das ist ein BMW. Das ist der halbe. Deswegen klebt der dran. Marco, du weißt ja, du musst den wie eine Automatik drehen, wenn nicht wie ein Schaltwagen, weil das ja wie aussieht. Ja, ich habe gesehen, das habe ich ja schon beim ersten Mal gesehen. Die Schaltblende. Du hast ja die Idee, muss man gucken. Das ist ja echt geil, du bist immer dabei. Guck mal, beim ersten Start warst du dabei, bei der ersten Fahrt warst du dabei. Und jetzt auch hier bei der ersten Fahrt mit H-Kennzeichen, wo er angemeldet ist. Und Prüfstandlauf. Ja, der TÜV und H gekriegt. Naja. Ja, aber warum auch nicht? Ist ja vom Zustand ist euer Manta besser wie der, ganz klar gesprochen. Na gut, der hat auch seine Patina. Ja, haben die aber alle. Patina muss ein Auto haben. Der Monster ist mir fast zu schön, da traue ich mich fast gar nicht reinzusetzen. Das stimmt. Ja, das hab ich mir auch gedacht, weil wenn du da einen Kratzer reinmachst, das tut weh. Ja. Und da wird irgendwo ein Wurm um meinen Neidhammer kommen. Ich muss euch wirklich ein Lob zusprechen. Die Felgen waren ja auch ranzig, aber die hat das einigermaßen so gut. 2 Stunden habe ich gepflegt. 2 Stunden putzen. Mit der Bürste. Hast du das persönlich gemacht? Ja, ich mache ja alles. Ich schraube immer persönlich. Welche Ehre, du. Aber ja, die sehen geil aus auf dem Auto. Aber guck mal, warum sollen die nicht ihre Patina haben? Ne? Deswegen, das Auto ist zwar ohne Patina, ganz klar gesprochen, aber die Felgen, ich finde, das passt. Deswegen habe ich ja gesagt, wir haben den gleichen BBS-Satz ja nochmal vorne auf dem 6er BMW. Mhm. Die sind vom Zustand her besser. Ich hatte erst überlegt, das zu tauschen. Allerdings habe ich gedacht, komm, das ist so in Ordnung. Der stand auch gerade in der Ecke rum und der stand hier gerade hier vorne. Ich kenne das Problem. Nur Marco, wir haben dir die falschen Schrauben mitgegeben. Du hättest normalerweise das stimmt. die Bolzen gekriegt. Richtig, ich Radmutter hat der. Aber ich habe Radmutter nagert. Beim Omega A haben die gepasst, die Bolzen. Aber nicht bei dem, der hat ja Schrauben. Viel schlimmer ist, die ganzen Leute haben mir erzählt, die Felgen passen gar nicht, weil kaum einer weiß, dass der 5x120er Lochkreis ist. Ja, tatsächlich, ja. Mit BMW-Baugleich. Was heißt nämlich, die von dem 6er BMW würden auch... Die konntest du auch überstecken, klar. Ja, natürlich. So, ich hole mal euer Manta, da können wir uns ja gleich am Prüfstand... Ja, machen wir. Ich gehe gleich mit der Tür durch. Ja. Ne? Nee, aber wirklich schönes Auto. Kannst du sagen, was du willst. Mal, wenn ich jetzt noch einen Fotoapparat hier hätte... Aber guck mal, ist da... ein paar Bilder gemacht. Aber ist da schön, dann haben die Felgen wenigstens... Guck mal, bei mir hätten sie jetzt auch noch... Und das sind sogar noch die Egel ZR. Guck mal, überleg mal, bei mir werden die jetzt auch noch zugestaubt letztendlich. Die sind, glaube ich, ZR geht bis 240, ne? Das sind die ganz großen Reifen, aber Eagle ZR, warte mal, das muss ja eigentlich bei der Reifenmaß dran stehen. Reifenmaß ist R16, ZR steht drauf. Ach, die gehen doch noch. Die sind von 2000, die sind doch erst 20 Jahre. Guck, da hat die Theorie. Da habe ich für einen Reifen, habe ich
damals 500 Mark bezahlt. Überleg mal, das waren Zeiten, ne? Die Felge hat damals 1000 Mark gekostet. Überleg mal, was das für ein Geld war. Also für ein Rad und einen Reifen 1500 Mark. Also 6000 Mark. Das ist also, ne? Rundum. Ja. Das war erstmal Kopfrechnen gemacht, der passt. 6000 Mark, musst du dir mal vorstellen. Heute wären das 3000 Euro. Überleg mal, ne? Verrückt. Die geben ja viel aus. Für Felgen, ja, ne? Weil sie ja den 18er oder 19er Felgen haben. Ich hör den Manta, da ist er. Das sind ja nur 16er. Da fällt er auf den Prüfstand. Das sind ja nur 16er. Ja, dann. Und was meinst du? Was ist deine ehrliche Meinung? Was meinst du, was er noch drückt? 110, 120, aber 130 glaube ich nicht. Dafür hat er zu lange gestanden. Aber meinst du, der hat ein paar PS verloren dadurch? Gut, der Prüfstand war ja früher ein anderer Prüfstand. Ich habe ja nicht geguckt, wie wir auf der Autobahn gefahren sind. Guck mal, der hat ja auch Ewigkeiten gestanden. Der hat 111 PS gedrückt. Na komm, wir gucken jetzt mal. Du musst dann eben so... Aber der hat ja auch noch den normalen Krümmer noch unter. Jetzt, ja, wir haben vergessen. Nein, damals, wie der Ascona mit 130 PS gemessen wurde, hatte der den normalen Krümmer unter und keinen Fächer. Der hat ja noch einen Fächer unter. Ja, ja. Ach komm, wir gucken mal rein. Ich weiß nicht, was wird schon, das wird schon werden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ne? Deswegen ist es geil, dass wir Marco haben, der uns sowas ermöglicht. Ne? Guck mal her, Max. Wenn du den 3 Liter 24 vorn mitnimmst, eigentlich müssen wir uns so ein Gestell. Dann müssen wir sowas basteln. Ja. Gestellschweiß. Die müssen wir auf jeden Fall bei uns ausstellen. Weil das besser aussieht, als wenn der auf dieser Palette steht. Die sprühen wir einfach schwarz an, dann passt er viel. So, da seht ihr, da hinten ist er gerade fleißig am Gurten und tun und machen. Ne? Erstmal wieder schnell T-Shirt in die Hose gesteckt, damit die Ritze auch nicht im Video kommt. Aber dieser Kadett war ein Jugendlieb. Den habe ich nicht gerne gekauft. Also Udo fährt so ein Daily, mein Hausfraudi. Ja, aber den Kadett haben wir nicht gerne gekauft. Also ich hätte gerne noch mal einen. Das Problem ist, ich habe so viele aus, die ich gerne hätte und ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Weil eben ist der Platz bei mir ja auch vorbei, ne? Hier, da hätte der Fehler Decke drauf gepasst. 3D24V. Oh. Das ist der von Jaco. Achso, ja. Ich hab den nur im Video gesehen. Ne? Hier ist ja noch alles am Start. Ne? Wollen wir mal eben kurz mal gucken. Nein, die kannst du nicht kaufen. Steht auch Preis dran. 90. Der von Museum, also ein Preis dran ist ja. Aber den nicht. Nee, das ist ja. Das ist ja klar. Oh. Aber guck mal, Max. Guck mal, Max, damit das passt, hättest du die ganze Heizungsgeschichte und alles rausnehmen müssen. Stimmt, klar, hast du recht, Heizung, muss alles raus. Du hättest ja keine Heizung mehr gehabt. Guck mal, du hast nur das Bodenblech, da merkst du ja nicht mehr, ne? Nee. Komplett, die ganze Spritzwand ist raus. Das ist auch ein krasser Umbau. Ja, aber ne? Guck mal. Der hat genauso das Problem wie mein Mann da. Da haben sie nämlich auch schon zugeschmiert. Siehst du das Weiße da? Hm? Was sie da schon zugeschmiert haben, da? Ja, das gleiche Problem. Mit dem Rand, ja, ja, klar. Das ist ja original mit Karosseriedichtmasse gemacht, die eine Ecke. Ja. Das ist ja eigentlich das ist vom Werk auf schon zugeschmiert. Und bei mir war es nicht mehr richtig zugeschmiert, weil ich ja den selber geschweißt habe und habe ich den vergessen. Bescheidener Turbolader. Der gehört hier noch drauf, ne? Oder was? Meinst du, der ist ein bisschen sehr bescheiden? Doch, hier, da ist doch einer. Ja, aber der ist ja ein bisschen. Guck mal, den kannst du auf den Scania schmeißen. Nee, aber den kannst du hier auch drauf machen. Dann hast du noch mehr Leistung. Meinst du? Natürlich, deswegen liegt er ja da. Na komm, dann geh ich mal nach Marco. Das ist hier, Rainer, du hast hier deine Lounge, weil hier ist nämlich warm. Und ja, hier wegen Corona, weißt du ja. Musst aber anders rumlaufen, weil kommst du nicht durch. Sonst müsstest du die Leiter wegmachen. Aber warte, ich komm mal gucken, ob ich den Platz schaffen kann. Du musst den Leiter wegmachen und den Sack da. Meinst du, passt dann? Das ist ein bisschen eng, die Nummer. Doch, das geht. Aber warte, gucken wir mal, ob das passt. Mein Augenmaß sagt ja. Ich meine, du hast am meisten Übung mit dem Ding, deswegen glaube ich dir das sogar. Mein Augenmaß sagt ja. Dein Augenmaß hat recht. Macht Spaß? Ja. Aber, weißt du, was geil an dem Auto ist? Dass man da nach Sachen dran sind, die man mal festhören kann, ohne dass die abgerostet sind. Ja. Was ich sagen muss, ich muss immer wieder unseren Jan schreiben, der täglich die Autos bei dem Prüfstandtag verschnallt. Ja, das ist echt krass. Also bei jedem Video, ne? Wo ich mir das angucke, ich hab mal Mitleid mit ihm. Das ist, ich sag bei jedem Video, das sieht immer so einfach aus. Man denkt bei so einem Prüfstandslauf, nur 3 Minuten, der macht 3 Minuten Prüfstandslauf. Nein, denkst du. Denkst du? Du krabbelst hier unter dem Auto. So einfach ist das nicht.
Jetzt haben wir den hinten über das Deichselrohr. Du hast ja jetzt eigentlich deine Achse. Ja. So, jetzt spannen wir den auch nochmal nach hinten fest. Das ist ein gekriegt. Ja, klar. Das kann ich mir meinem Prüfer so von innen angucken. Das kann ich auch nicht. Das ist ja echt verwirrend, ne? Man packt dran und kann so machen. Ja, ich sag dir das. So. Und mit dem Fahrstuhl, wenn du den nicht im Kopf hast, ne? Dann geht er wieder los. Ja, aber gut, ich weiß ja, wenn der eine, wenn wir jetzt Bremse treten, eine runter, jetzt sind wir in D. Genau. Und dann könntest du bis 2, 1 runter. Ganz genau. Du könntest noch 2 runter. 1, 2, das war's. Erster Gang. Genau, wir gucken jetzt erstmal, wir fahren den erstmal an. Mhm. Wir müssen jetzt natürlich die Drehzahl anpassen an unserem Prüfstand. Ja. Und wir messen hier nicht im zweiten, sondern im dritten Gang. Jetzt wundert ihr euch, warum das Gebläse aus ist. Wir fahren jetzt erstmal den Motor warm. Ja, steht er wieder ein bisschen länger rum. Der steht jetzt schon rum. Also erst mal mit einem Viertel Tank gekommen. Weil wenn ich ihn ganz voll tanke und er so steht, dann pisst der Sprit nämlich raus. Das kommt nicht so gut. Der Tank ist gerade 70. Ja, ich kann dir sagen, der Tacho zeigt sogar gar nicht so schlecht. Da komm, wir fahren mal 100. Sag mal. 100 auf dem Tacho. 95. Ja, ist gut. Der ist gut dabei. Temperaturanzeige, das geht alles richtig? Ja. Geht alles, ja. Fahren wir den jetzt erstmal noch ein bisschen warm. Und wenn der Kette funktioniert, also funktioniert alles hier dran. Tatsächlich. Den habe ich echt an meinem Mann da noch ein bisschen. Was war das? Das war Handgas. Das war Handgas, ja. Das ist eine Handgasvorrichtung gewesen. Da geht das von der Stange runter bis zum Gaspedal. Kann man so einhaken, haben wir ein Handgas. Das ist sogar eingetragen. Cool. Ich sag ja, das ist ein Automatik Manta B GSI. Gibt es allgemein nicht. CC mit Handgasvorrichtung. Der 2-4er ist auch eingetragen hier? Nein, das ist ja kein 2-4er, das verliert einfach runter. Ach so. Das war ein Anfang ein Missverständnis, das wir gehabt haben mit Rainer. Und der hat einen 2-Liter-Block gehabt, den hat er aber aufgebaut, hat er erzählt. Komplett neu gemacht und das war so ein Experimentiermotor. Das ist quasi nur der Ventildeckel drauf. Ja, genau. So wie auch mein Mann. Der Klassiker, ja, sag ich ja. Der Klassiker. So, jetzt müssen wir die Drehzahl einmal anpassen, wenn du jetzt siehst. Wir gucken mal, wir gehen mal jetzt, um die Drehzahl abzunehmen. Ja. 4000. Jetzt haben wir da 3200. Ja, ein bisschen weniger, ich drehe jetzt gerade so hoch. So, 4000, 3,2. So, jetzt kumpel ich mal aus und mach mal eben einmal den Kopf zur Drehzahl. Ja, der Wagen ist gut isoliert, ne? Ja, mein Händler kann ich gehört. Und der ist er wieder. So, jetzt gucken wir mal wieder ein. Wollen wir die Drehzahl mal abgleichen, ob sie jetzt besser passt? Ja. 3,5. 4. Okay. 4000. 4,3. Ja, wir können. Jetzt haben wir. Warte mal, ich mach mal versuchen wir drauf hier. Ja, jetzt muss ich 2 hoch. Kriege ich auch noch hin. Es ist immer so ein Thema. Reinsetzen und nur Gas geben. Das wird ein bisschen mehr, weil dann in der Prüfstand hängt, ne? Ja. Wir müssen die Drehzahl abgleichen halt. So, jetzt drehen wir wieder bis 4. Jetzt passt das gut. 4000 Drehung rum. Hundertprozentig. Jetzt haben wir es genau. Warte. 4000, 4000. Perfekt. Oh, hundertprozentig. So, komm wieder arbeiten. Jetzt bin ich gespannt. Ich will nicht wissen, was der an Strom zieht, der Lüfter. Der macht einen Bagger weh. So. Wir fangen im ersten an. Ja. Versuchen immer recht früh zu schalten, dass wir aus niedriger Drehzahl kommen. Zack, zweiter Gang. Jetzt machen wir gleich den dritten rein. Ja. So, dritte. Problem ist, wenn wir jetzt Vollgas geben, was passiert? Der schaltet runter. Ja, Kickdown. Jetzt müssen wir so viel Gas geben, dass er nicht runterschaltet. Eine Kunst für sich. Jetzt kann ich voll und jetzt halte ich auch voll. Und wir kuppeln bei 6000 aus. Ich gucke mal, wie hoch er dreht. Der dreht die Teufel. Ja, aber 6 merkst du aber, will er schon, wenn ich mir so. Ja, dann bist du ein bisschen nach, ne? Und du merkst, die Automatik braucht eine Weile, bis sie komplett auskuppelt. Es kann sein, dass wir gleich noch eine Radleistung haben. Ja. Und dann kann ich der Hand der Verlustleistung mal zeigen, was da passiert. Ja, das war jetzt schon die erste Messung, relativ unspektakulär. Ja, eigentlich schon, ne? Aber er ist nicht in Luft geflogen, das ist schon mal ganz gut. Ja, wir haben über 6100, habe ich gesehen, gedreht. Ich habe eine leicht ins Rote rein. Ja. Aber du merkst, oben rum will er nicht. Das hat der andere Mann da übrigens auch. Ja. Der hat bei 5,2, glaube ich, die höchste Leistung und dann geht es schon langsam wieder bergab.
Das wird bei dem gleich auch sein. Vermutlich. Fühlt sich so an, ne? Ja, aber das werden wir jetzt gleich sehen, was er da drückt. Was tippst du? Ich sag 110 PS. Original. Ich Originalleistung. Auch, wenn wir jetzt gleich Radleistung haben, dann müssen wir das ein bisschen vermitteln, dann gucken wir uns an. Aber ich denke, wenn er gut läuft, dann müsste er 110 PS haben. Ja, das Problem bei dem Auto ist folgendes: Wir haben ja ein Automatikgetriebe mit einem hier Differential vom Schaltgetriebe. Aha. Das heißt, der ist ziemlich kurz übersetzt. Wenn du auf der Autobahn mal 100 fährst, dreht er schon bei 3.500, fast 4.000 Umdrehungen. Ja, komm, wir gehen nochmal gucken. Machen wir jo? Das dauern. Machen wir. So, erste Lauf. So, pass auf und guck mal, hier ist genau der springende Punkt, den wir haben. Siehst du hier diesen Buckel? Denkst du, 136 PS, Junge, der geht. Ja, der geht ab wie Sau, ne? Aber hier siehst du die Verlustleistung. Da kuppelt die Automatik nicht richtig aus. Jetzt gehen wir auf Radleistung. Ja. Moment, auf alle Radleistung. So, am Rad kommen jämmerliche 65 PS und guck mal oben raus, du siehst bei 5000 Umdrehungen hast du die meiste Leistung und dann geht es deutlich bergab. Jetzt gucken wir nochmal, Motor, jetzt gucken wir, wie viele Verluste wir haben. Wir haben bei 5500 Umdrehungen, warte mal, das kann ich auch Analyse, da können wir es ganz genau machen. Da haben wir 34 PS Verlust bei 5500, dann wird ich sag mal, die Kurve steigt dann ungefähr weiter so an. Da müssten wir, warte mal, das kann ich dir gleich sagen, hier haben wir... Runde 100 PS haben, ne? 95. 95 PS, boah, so, ist ja schnell. Wenn wir, da stimmt doch auf jeden Fall irgendwas nicht, weil der fühlt sich auch sehr zäh an, finde ich. Ja. So, bei 5500 Umdrehungen haben wir, da haben wir es ja, da ist die Verlustleistung drin. Wir gehen mal auf Radleistung, wir haben jetzt gesagt, Verluste haben wir von... Sagen wir maximal, guck mal, wenn wir jetzt hier weiter gucken, wir hätten eine Verlustkurve von maximal, wenn die Kurve weitergeht, von maximal 40 PS. Machen wir den Mittelwert 35, 36 PS Verluste. Jetzt gehen wir auf Radleistung. Ja. Hier haben wir bei 5000 Drehungen 65 PS plus 35 PS sind wir genau bei 100. 100 PS. Und oben raus siehst du, hier ab 5,5 ist absolut tote Hose, da kommt gar nichts mehr. Ja, der ist vorbei, habe ich gesehen. Je nach Drehzahl, ne? 107 Newtonmeter kommen an, um das Ganze noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, dass wir einfach mal die Automatikkurve wegschneiden. Wir wissen ja, bei 5000 Umdrehungen ist eh Ende. Jetzt schneide ich das Ganze mal, dass man das besser sieht. So, jetzt muss ich gucken, bis wo, da ist schon, wo er hingeht. Also guck mal, da liege ich gar nicht schlecht bei 95 PS. 95 PS, 133 Newtonmeter. Und wenn wir jetzt weiter als 5,5 drehen, würde er ja abfallen. Also ich sag mal so, grob über dem Daumen hat er gute 100 PS. 100 PS, ja. Das ist aber zu wenig. Wollte ich gerade sagen. Also 130 PS sind das nicht. Nee, also 130 PS hat er nicht. Aber ich glaube, hast du mal am Zündverteiler und so schon ein bisschen gedreht? Nein, noch nichts. Ich habe nichts angefasst im Auto. Sollen wir das mal anfassen? Ja klar. Lass uns ein bisschen einstellen, das Ding. Vollgas, hast du geguckt, ob er Vollgas kriegt? Geh mal Gas. Ja, ich tritt mal voll und du sagst, ob die Leute dann wieder aufgehen. Ja. Nee, geht nicht voll auf. Was ist denn da los? Wir haben kein Vollgas. Aber guck mal, der ist natürlich ausgenudelt, siehst du das? Du warst ungefähr hier gewesen, bevor du Vollgas gegeben hast. Da können wir noch ein bisschen weiter aufmachen. Ja, dann können wir das doch einstellen. Können wir mal einstellen. Raus. Ein bisschen setzen, ja. Ja, der ist sehr, das stimmt, der ist sehr... Das ist ja erstmal schon das Allerwichtigste, dass unser Motor Vollgas kriegt. So fange ich immer an zu gucken. So, jetzt gebe ich nochmal Vollgas. Dann bin ich bis aufs Bach haben wir gefahren, das ist nicht schlecht. So, latsch mal drauf. Vollgas? Ja, ein bisschen geht noch, ein ganz kleiner aber nur. Vielleicht einen Zahn oder irgendwas. Okay. Also 100%ig auf ist hier nicht, ich sag mal 95%. Das ist ja schon mal wichtig, weil hier hast du ja dann Vollgas-Poti. Ja. So. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass da überhaupt Vollgas noch stimmt. Das ist das Erste, was ich immer gucke. Hast du vollkommen recht. Aber nicht jeder hat so große Spielplatz, wenn man mal sowas mal prüfen kann, oder? Ja! Der fährt ja wahrscheinlich gut. Ja, ja. Wie ist das? Ja, ist ein bisschen Spiel, aber ist okay. Müsste Vollgas sein. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt die zweite Messung. Mit eingebautem Vollgas. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt mehr Leistung haben. Auf jeden Fall. Verrückt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt, hast du 100%ig recht, ne? Lüfter an, auf geht's. 95 PS ist ein bisschen mager. Ein bisschen viel Leerlauf haben wir jetzt. Ja, das stimmt. Dann heißt das, dass wir sehr stramm sind, ne? Ja. So. Und jetzt für Leerlauf? Ja, der Schwupp hat gedreht.
Das ist schon normaler. Okay, perfekt. Ja genau, 1500 auf N oder auf P, dann 900, das passt ja. Ja, wollen wir mal gucken, alles passt. Erster Gang. Zweiter. Zweiter ist drin. Dritter ist drin und volle Pulle. Jetzt funktioniert der Kickdown aber auch gut. So, die Messung können wir jetzt schon wieder direkt abbrechen. Soll ich sagen, das Gefühl passt nicht so ganz. Da ist Rainer jahrelang auf Spaßnahme gefahren mit dem Auto. So, der nächste bitte. Zum Beispiel deswegen messe ich nicht gerne Automatik. Ja. Weil das alles, man muss auf alles genau achten. So, erster Gang, fangen wir halt später an Gas zu geben. Ja. Zweiter Gang, drehen wir den auch schon ein bisschen höher. Dritter Gang, so Gas, nicht runterschalten, nicht runterschalten. Ja. Aber wenn er mal ein Extra geben würde, ja? So. Jetzt bin ich gespannt. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen mehr Leistung haben. Das sehe ich ja gleich an der Radleistung. Das klang aber kerniger, ne? Das klang in meiner Meinung nach schon ein bisschen besser. Und wenn nicht, können wir gleich noch ein bisschen Zündung reindrehen, ein bisschen mehr Frühzündung geben, um zu gucken, ob er dann mehr Leistung hat. Guck mal, der ist ja richtig abgestimmt, hundertprozentig. Das war ja, konnte Rainer damals nicht machen. Ne? Die konnte ja nur in Stand setzen, wie er damals war. Jetzt bin ich gleich gespannt. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt schon mal mehr Leistung haben, weil dann weiß er schon mal, dass sein Gasdruck nicht genug vorgespannt war. Ja. Das schon mal als erstes. So fangen wir erst an zu gucken und dann nachher halt gehen wir jetzt weiter. Zündverteiler ein bisschen weiter in die Früh drehen, aber dann geht die Drehzahl noch höher. Dann müssen wir noch mal mit der Drehzahl ein bisschen runterholen. Das kriegen wir hin, das können wir justieren. Das ist ja relativ easy, noch ein Schutzschraubenzieher bei dem Auto. Noch ein bisschen was zum Gegenkontern. Ja, 13er, ne? 17er, 17er oder 13er? Ich glaube 13 und Schlitzfördert. Mhm, genau. Oh, guck mal. Hat sich was geändert? Da haben wir hier abgeschnitten. Ich muss das jetzt natürlich wieder, ich sag mal, in die richtige Schnittlänge bringen. Wir drehen bis 6. Wir gucken jetzt nur Radleistung. So, guck mal, Radleistung haben wir jetzt schon von 65 auf 71. Das ist ein Unterschied, ja. Genau, und hier haben wir natürlich weniger Gas gegeben, weil er jetzt sonst in die Down gegangen wäre. Ja. So, das bedeutet, wir schneiden jetzt mal beide Läufe bis zur höchsten Leistung, also bis 5000. Jetzt siehst du, jetzt würde bei beiden die Leistung wieder abfallen bei 5,5. Ja. So, jetzt gehen wir auf Motorleistung, weil da ist die Automatik ausgekoppelt. Ja. Da war schon mal 101 PS. Da siehst du, 5 PS. So, und 100, obenrum ist da natürlich mehr Drehmoment. So, ja. Verlustleistung ist die gleiche. Mhm. Das bedeutet, wir müssten noch ein bisschen mehr Frühzündung geben und dann sind wir bei 110 PS. Ja, das sieht doch gut. Das machen wir jetzt auch. Also der nächste Lauf, den wir machen. Ah, manchmal fährt das wie wenn du fliegst, ne? Ja. Wie wenn letztes mit dem Trabi, weißt du, hingefahren mit 80, zurück mit 120. Ich sag dir das. So, 13er Schlüssel müssen das sein für den Zündwinkel. Was ich gerade sagen, das? Hier haben wir die Zündungssäule. Da unten ist der genau, der Verteiler. Eins, welche Reihenfolge gehen wir hier? Zylinder 1. 3, 4, 2, das ist 4, das ist Zylinder 2. Hä, bin ich jetzt Banane? 1? 1, 3, 4, 2. Ah ja, da. So rum dreht er, das heißt, früher müssen wir ihn in die Richtung drehen. Ich bin nicht gespannt. Sind viele meckern und sagen, ey Marco, du kannst doch nicht einfach einen Zündverteiler drehen. Nee, soll er nicht. Klar, kann ich. Da läuft doch. Bis das klingelt und ein Stück zurück kenne ich. Genau. War früher doch auch nicht anders. Wir haben das damals gemacht. Glaubst du, die haben da damals mit irgendwelchen Blitzpistolen dran gesessen? Die meisten noch kann nicht. Kann man natürlich auch machen, aber ja, klar. Das hörst du ja auch sofort, wenn es klingelt. Damals war der Kraftstoff ja auch viel schlechter. Wenn du heute, du fährst wahrscheinlich keinen guten Kraftstoff, aber... Super 95. Oh, das ist aber nicht schlecht. Ist besser als die 10. Wollte ich gerade sagen. So, jetzt habe ich die Zündung ein bisschen früher gedreht. Jetzt wird der Leerlauf natürlich ein bisschen höher sein. Dann müssen wir hier gleich auf jeden Fall runterdrehen. Das kriegen wir aber hin. Erstmal gucken wir jetzt, ob er anspringt oder ob er schon beim Anspringen jetzt zu früh läuft. Dann lauschen wir mal dem schönen Motörchen. Wenn die Zündung zu früh steht, macht das jetzt da.
Ja, dann, dann will er, dann ist hier, dann haut er mal oben drauf gehauen, ne? Dann passt aber. Dann passt schon mal ganz gut, ja. Dann hauen wir runter. Und Leerlauf, 1,5 immer noch. Ja, ein bisschen runter jetzt. Das ist ja egal. Start drücken. Oh. Ich verstehe gar nicht, warum ich so fit bin, obwohl ich so viel laufe. Ja, du hüpfst ja meistens eher, ne? Ja. Von hüpfen wird man nicht dünn. Da bist du meistens in der Luft. So, erster Gang. Zweiter Gang. Oh, das war schon der dritte. So, da sind wir schon den dritten. So, dann wollen wir vorne Pulle. Bin gespannt. Hoffentlich kein Kickdown. Das hast du ihn ja, ne? Richtig, das ist dafür, dafür kannst du jetzt gleich gucken, wenn wir jetzt deutlich weniger Leistung haben wie im Lauf davor, drehen wir jetzt in die andere Richtung. Wenn wir dann auch wieder weniger Leistung haben, drehen wir den da im Vorwärts. Dann ist es das Optimum. Also Rainer hat aber auch noch höher eingestellt, ist ja klar, der hat er ne, die Möglichkeit nicht gehabt. Aber 110 PS wären ja schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal mehr Gas geben, das funktioniert ja jetzt schon. Ja, das fährt nachher ganz anders, wenn ich nach Hause fahre, weiß ich jetzt schon. Aber ist ja auch eine geile Nummer von Rainer. Kannst du sagen, was du willst. Ist doch unglaublich, ne? Super geil. Ja, deswegen habe ich ihn auch unbedingt mitnehmen dazu. Ne? Verstehe ich, deswegen habe ich mir auch Zeit genommen, aber kommt. Finde ich hundertprozentig. Danke dir dafür. Ich mache auf jeden Fall eine Ausnahme, weil es werden ganz viele Leute traurig sein, wenn wir keine Prüfstandsleute machen. Ist ja auch wirklich schade. Aber ich kann es halt nicht auseinanderhalten, weil es kommen Leute trotz alledem, obwohl wir nicht offen haben. Das kann ich. Siehst du noch ganz einfach, wenn wir jetzt hier sind? Guck mal, da hinten sind wir drei Leute, die gucken schon wieder. Ja, das ist das Problem. Und ich kann nicht immer den Vater spielen und sagen, ihr dürft nicht. Ihr wisst, ihr dürft nicht. Deswegen, Museum ist zu, vor die Tür raus, genau. Kann ich nicht verbieten. Ja, und Tor aufmachen musst du, ja, hast ein Auto alle. Ja. Haben wir wieder Motorleistung. Jetzt bin ich gespannt. Dann komme ich nächste Woche wieder mit einem 3 Liter 24V hier drin. Nee, hat weniger Leistung. Guck mal, hier den Grün, ich muss das wieder abschneiden. Dann warst du zu viel Zündung, oder? Dann ist es zu viel. Du bist ein gutes Stück früher gegangen gerade eben, ne? Blau war die zweite Linie, guck mal, jetzt sind die wieder rein. Also blau. Stimmt, ja. Also wie viel vorher? Drehmoment hat er. Ja. Naja. Ich sag mal so, wir gucken mal, aber Radleistung ist genauer. Ne, Radleistung, guck mal hier, blau war auf jeden Fall besser. Wir drehen die Zündung auf jeden Fall wieder zurück. Ja. Obwohl unten rum, guck mal, wenn jetzt ist alles Radleistung gemessen. Also, ist super schwer mal zu erklären, aber wenn wir bis 5,5 immer gedreht haben. Die blaue Linie ist die stärkste. Da können wir uns reden, was wir wollen. Es ist so. Grün ist. Siehst du, also ab 4,6 kommt hier, bis du geht nicht mehr. Ich vergleiche mal so, was ein bisschen besser ist. Das war der Lauf davor. Und ich habe ja genauso Vollgas gegeben wie gerade auch. Dann würde ich sagen, lass ein bisschen Zündung rausnehmen und dann. Wieder Zündung raus. Müssen wir den Mittelwert, glaube ich, haben. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist. Mehr Drehmoment. Ja, wir haben ein bisschen mehr. Nee, haben wir nicht. Wir haben, also da war ich früher Gas gegeben. Ja, das spielt aber keine Geige. Aber wir sehen oben raus, wir drehen die Zündwinkel wieder zurück. Dann messen wir noch einmal. Und dann gucken wir. Ich glaube, wir haben nicht mehr Leistung raus. Nee, also Originalleistung. Das ist auch das, was ich gedacht hatte, ne? Dass so ungefähr die Richtung läuft. Das ist ungefähr die Hälfte von gerade eben gewesen. Ja, ich habe ein bisschen mehr, glaube ich. Jetzt können wir mal gucken. Du könntest ja nochmal gegenkontrollieren. Hier kommst du auf jeden Fall am Anlasser besser ran. Ja, der Anlasser, der ist hier schnell getauscht. Ja. Du, da überleg mal, ich habe den kompletten Kontakt sauber gemacht, weil der wäre ja in den Arsch gewesen vorher. Da war kein Kontakt, kein Saft an. Ja. Ähnlich wie bei deinem Spezialprojekt gerade eben. Ja. Ne, und ja, was soll ich sagen? Da musste ich auch. Da kam ich so geil rein, nach 3 Minuten Arbeit. Weil ich dann vielleicht, wenn man einen BMW gemacht hätte mit dem komisch verbauten Scheißding. Happy Birthday. Ich bleib eben draußen, ne? Ich gehe mal in der Ecke. Ja. Können wir mal einen Prüfstandlauf von außen filmen? Ja, gerne, können wir machen. Immer eine Abwechslung. Jetzt bin ich gespannt.
So, Max, das ist unser letzter Radlauf, also das ist am Rad. So, pass auf. Erste Messung am Rad hatte er 65 PS, letzte Messung 73 PS. Das ist ein Unterschied. So, die Messung davor, wo wir den Gashof eingestellt haben, dass wir hier nicht durcheinander kommen, Test 2, da waren wir 71 PS. So, und der letzte sind wir jetzt bei 73. Also jetzt Zündwinkel zurückgenommen, hat er mehr Leistung. Das heißt, er hatte zu viel Frühzündung. Ja, siehst du mal. So, und jetzt haben wir das Maximalste. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir an Motorleistung da ungefähr errechnen. Wir wissen ja, bei 5,5 kuppelt der Wandler erst aus. Dann gehen wir auch bis 5,5. Da hat er eh seine höchste Leistung. Du siehst ja, seine höchste Leistung am Rad hat er bei 5000. Wenn wir jetzt Motorleistung machen, kommen raus 101 PS. 146 Newtonmeter. Also dir fehlen 9 PS. 9 PS, ja gut. Ich sag mal so, oben raus wird er ja vielleicht noch, aber das ist das, was ich sagte, bei 5,5 bricht er ein, da kommt nichts mehr. Wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen Zündung rausnehmen, wir könnten noch mal, komm, ich mach noch einmal. Da geht auf die Ehre, ne? Ja, ja, ich würde schon gerne, dass die mit so 104, 105 PS nach Hause kommen. Wir probieren es mal. Da brüllt die Auto noch mal richtig. Geil, 100%ig. Jetzt eine Feineinstellung. Jetzt noch ein kleines bisschen Zündung rausnehmen. Ich will aber auch nicht zu viel rausnehmen, weil aber dann stand der ja deutlich zu früh. Wollen wir noch mal ein bisschen. Und danach geht ja. So, das war jetzt nicht viel, waren so 2-3 Grad, sag ich mal. Das war nicht viel, das stimmt. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich wenn du mit 105 nach Hause fährst, wäre ich schon zufrieden. Aber haben wir geguckt, müsste voll gehen. Also. Ja. Also halt noch mal Vollgas, ich kann noch mal wackeln. Ja, deswegen, wir haben noch ein paar PS verloren. Oh, Marco, geht aber noch was. Ja, aber dann haben wir den Gas nicht zu kurz, da haben wir jetzt viel Leerlauf. Na komm, wenn du jetzt so guckst, das ist das Spiel ungefähr, was noch fehlt. Ja, das ist okay. Geht aber noch, ne, so weit kommt noch offen. Das ist okay, darf ich mir nicht mehr. Wir sind ja nah der Serienleistung. So, dann letzte Messung, Max. Ei, bin gespannt. Lüfter an, auf geht's. Ein paar PS gefunden haben. Ja, beim Trabi damals, das war der Frühzündungskönig, aber damit rannte der wie Sau. Nee, ich glaube, zum vorigen Test haben wir uns ganz minimal wieder Leistung genommen. Ja. Grün ist der aktuelle Lauf, orange war der Lauf davor. Ja. Geht aber nur um 1 PS, also wir drehen es wieder zurück. Den kleinen Nupsen, 1,5 PS. Drehmoment, guck mal, Drehmoment ist 100% gleich. Wollte ich gerade sagen, ne? Also da, das ist wirklich so, also wir stehen jetzt, wenn wir ein Stück zurückdrehen, wieder so wie gerade, perfekt, wir kriegen nicht mehr raus, Max, als, mal gucken nochmal, was wir jetzt... 100 PS, 101 PS haben wir gehabt. Das war die Maximalleistung. Also 1,6er Golf 4. Ich guck mal, was in dem war, den müssen wir dann wieder schneiden. So sieht es natürlich gut aus, 140 PS, 163 Newtonmeter. Problem ist, hier siehst du die Verluste, das ist wie wenn du auf die Bremse trittst. Das weil er halt nicht auskuppelt. So, wenn wir jetzt das so schneiden, dass der Wandler drin ist, haben wir 99,8 PS. Also gute 100. Sag mal, 101 hat er gerade noch gehabt. So wie er jetzt hatte und 101 hat er davor gehabt. Genau. Ja, das ist der stärkste Lauf, ist dieser. Den kann ich dir so, pass auf, ich druck dir das jetzt mal so aus, schneide jetzt mal untenrum das bisschen weg, dass das Ganze hier schlanker hier weg ist.
Der ganze langweilige Kram, den keiner so braucht. Ja, den braucht kein Mensch, wollte ich gerade sagen. Ja. Das hat der Nachteil der Automatik, ne? Das ist der Nachteil, das ist, deswegen ist, weil die schaltet dann halt auch runter. Ja. So, das ist jetzt das. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt einen Schalter gehabt hätten, und dann voll drauflatschen könnten, wäre es ein bisschen anders gewesen. Ne? Genau, die Automatik, sagt man ja, nimmt ja Leistung. Problem ist, wir messen ja die Leistung, die an dem Rad ankommt. Ja. Von daher, der Automatik ist es ja egal, was sie da übermittelt. Die Verluste sind halt nur höher, aber genau. Am Rad kommt trotzdem nur das an. Die beschissenste Farbe orange gewählt, die sieht man die fast gar nicht. Die ist hundertprozentige Farbe. Ja, die ist auf jeden Fall sehr, die kannst du mit dem Kugelschreiber noch nachmalen, dann kannst du ein bisschen höher malen. Aber ich zeige es hier nochmal auf dem Monitor. Hier sieht man es ja bei 5000, das ist unsere Radleistung. Bei 5000 haben wir 73 PS und du siehst ja, guck mal, ich habe bis 6,3 sogar jetzt gedreht. Mhm. Und du siehst ja, die fällt die ganze Zeit ab. Also der Motor bringt immer weniger genau. Leistung. Das heißt, bei 5000 ist die meiste Leistung. Und hier haben wir dann mit Verlustleistung 101 PS. Ich habe dir aber beide Leistungskurven ausgedrückt, die man so gut wie gar nicht sieht, weil es halt auch so geht. Das geht aber noch. Max, deine Diagramme. Ich danke dir. Und du kriegst hundertprozentig. Du kriegst ja noch, wir sind ja im Jahr 20. Ja, geil. Danke dir. Aufkleber dabei. Da siehst du, kann man wenigstens sagen, der ist nicht nur, der sieht nicht nur lahm aus, sondern ist auch noch lahm. Ja, die Automatik nimmt natürlich dieses Auto die komplette Sportlichkeit. So ist wirklich so. Die Automatik, sag ich genauso, ne? Soll man die Zügel dann schön zurückdrehen? Ja, das wäre super. Die einen PS hätte ich gerne wieder. Dann reiß mal auf. Warte, das ist einfach, wenn ich eine Kamera habe, andere Hand. Warte, du hältst hoch, ich drück Knopf. Dir erledigt. Multitasking. Das war eine Person, die das dann macht, ne? Ja, aber jetzt sind wir zu zweit. So, guck mal, was Rainer gleich erzählt. Bin gespannt. Was denkst du, was Rainer denkt? Rainer denkt, wir haben jetzt hier 130, 132 PS rausgekitzelt. Wir fragen ihn vorher. Mal gucken, was er dann sagt. Ja. Aber gut, das habe ich auch ungefähr so gedacht. Also ich sag mal, also der Motor ist gut, ne? Aber die Kurven sehen gut aus. Ich wollte gerade sagen, du kannst sagen, was du willst. Die Automatik ist, die macht es halt ein bisschen langweiliger. Ist wirklich so. Und jetzt nochmal Gaszug nachstellen, dass du das alles mal in Lauf kriegst und dann ist so alles schick hier. Sehe ich auch so. Hundertprozentig. Marco, ich danke dir dafür. Sehr gerne. Nach Rainer rüber. Mal gucken, was Rainer sagt. So. So, wir sind fertig. Was ist der Motor, läuft der gar nicht mehr. Der Pilot läuft ja viel zu fett. Dann zieht er das ganze Öl nach hinten weg. Und Kolbenringe sind im Arsch. Glaube ich nicht. Kolben, der hat keinen Ölverbrauch. Was denkst du, was er gedrückt hat? 100. Ey, du bist richtig gut, ne? 101 PS, hast du gehört, ne? Mhm. Hast gelauscht, gibt's das so? Ja, das ist doch, da fehlen doch, das fehlt, ist alles alt jetzt. Ja, du musst ein bisschen fahren wieder, erstmal auf der Straße. Was hast du gedacht, was er drückt? Ja, ich hab schon an die 105 gedacht. Ja, ja. Ne? Aber ich hab 110 gesagt, ich hab der Rennleistung gesagt. Der Auspuff nimmt ja auch Leistung, zu klein. Mein Gurken. Der Gurken. Ja, der ist echt niedlich, ne, wenn du so anguckst. Also. Ja, aber wir müssen nur sagen, er hat es gut durchgehalten. Ja, ohne Scheiß. Ja, ja. Ich meine, guck mal, der Wagen hat jetzt, wenn er wieder zu Hause ist, bei mir 1200 Kilometer gelaufen. Genau, also, ohne groß Öl zu verbrauchen, ohne rumzuzicken. Genau, oder zu mocken. Oder, ne? Zu warm zu werden. Eingestiegen und losgefahren. Ja. Wenn der Tank nicht durchgerostet wäre, dann hätte ich doch hätte mehr Tanken brauchen. Genau, hätte ich mehr Tanken brauchen. Das Ganze liegt ja auch daran, dass er die falsche Hinterachse hat. Ja, der hat, wie gesagt, also Marco sagt auch, das Problem an dem Auto ist die Automatik. Die klaut extrem viel, ne? Ja, natürlich. Die Wandlerautomatik, ja, die klaut richtig, richtig Leistung. Ja. Lass ihn nochmal 20 PS, ne? Ne? Du willst sie wohl rauchen, ne? Und dann hast du deine. Genau, also wenn die Automatik, du eine auf der Straße. Wenn du jetzt einen alten Filter drin hast und alles und alles alt ist, den klaut er eben, dann gibt er es ja nicht nach hinten. Nicht. Pass auf hier, also durch die Automatik kommen auf der Straße 73 PS. Ne? Also das sind die Automatik weg, ne? Überleg mal, 30 PS am Hinterrad, die fehlen dir am Hinterrad. Genau. Naja, willst du machen, aber sonst hat dich echt gut geschlagen, kannst sagen, ja, was du willst. Definitiv. Ja. Also jetzt kannst du bedenkenlos und ganz ruhig nach Hause fahren. Der geht nicht mehr kaputt. Nee. Nee, und der Boss. Hat er gedrückt? Nee, dann nicht. Ich muss sagen, muss ein Stück reinschieben. Aber er hat da gedrückt. Aber es ist auch geil für Marco, und ich hätte mal eben auf den Stand genommen, weil er eben durchgepustet hat. Er hätte auch was anderes machen können. Wir haben ihm jetzt ja praktisch seine Arbeitszeit geklaut. Ja, ja, genau. Aber gibt sich dann nicht die Blöße, ne? Nochmal Zündung früh. Nein, erstmal nochmal eingestellt. Ja. Hat ja auch ein bisschen was raus. Also hat er knapp 10 PS noch rausgeholt.
Ja? Ja, hat er wirklich. Oh, wei. Also früher waren wir bei. Also wir sind in Sparflamme hierher gefahren. Und der Gasthof war falsch eingestellt. Das heißt, bei der ersten Messung hatten wir nicht mal Vollgas. Ach du Scheiße. Also bist du jahrelang bist du mit Halbgas hier gegen gefahren. Ich hab das nur da reingeschmissen und dann war es gut. Ja. Ja? Aber jetzt ist er eingestellt. Jetzt ist er eingestellt. Ja, das ist ungefähr das, was du von. Das werden wir auf der Autobahn nochmal probieren. Ob es uns schmeckt. So, wir beenden das Video jetzt. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt Spaß auf Weiß. Genau, mit ein paar bunten Strichkurven. Genau, mit der bunten, die man halt kaum lesen kann, weil es halt orange ist. Aber das ist nicht anders. Ja, gut. Haut rein. Munter.